Ja, schön, dass ich heute da sein darf. Ich hatte letztes Jahr tatsächlich das erste Mal hier auf der Frostcom meinen allerersten Talk auf einer Konferenz. Von daher freut es mich, dass ich auch dieses Jahr hier wieder reden darf. Ich habe ein Thema mitgebracht, die hexagonale Architektur. Erzähle ich gleich, was das alles ist. Kurz mal zu mir. Wer bin ich? Mein Name war Christian Iwanzik. Ich habe vor 3 Wochen geheiratet. Ich heiße jetzt Schmidt. Das ist ganz spannend, gerade auch im Zuge der wachsenden Überwachung im Internet. Mich findet man nicht mehr. Andererseits Herausforderung, versucht man, euren Namen im Internet zu ändern. Das ist nicht so trivial. Wo komme ich her? Ich bin seit 2010 angestellt bei der Tarent Solutions in Bonn. Uns findet man auch als Stand da vorne, irgendwo direkt am Eingang. Was sind so meine Steckenpferde? Ja, so im Endeffekt auch berufsbedingt so ein bisschen reingerutscht. Alles, was so in der JVM unterwegs ist, vor allen Dingen mittlerweile viel in Kotlin, auch Scala, hin und wieder mal Java, haha. Auch viel Domain-Driven Design, viel mit Microservice-Architekturen. Neuerdings was anderes, so ein bisschen Cloud-Zeugs mit Node.js und JavaScript. Und wir beweisen gerade, dass man auch mit JavaScript Enterprise-Software schreiben kann. Auch spannend. Genau. Ich möchte euch heute ein bisschen auf eine Reise mitnehmen. Stellt euch vor, wir sind ein Team irgendwo in einer Softwareentwicklung Unternehmens und wir haben so ein Business Case, wir wollen einen Warenkorb-Service bauen, so Retail-Kontext, irgendwie Online-Shops etc. Wir sind in so einer kleinen Microservice-Architektur, alles fancy, alles schön. Wir haben hier vorne so einen bestehenden Product Service, da können wir uns anhand von einer SKU, das sind Produkt-IDs, Stock Keeping Unit nennt sich das, können wir uns Produktinformationen abholen und wir möchten gerne so einen Warenkorb-Service hier bauen, wo Kunden quasi neue Produkte hinzufügen können, Warenkörbe anlegen können, Produkte wieder rausnehmen etc. pp. Zusätzlich haben wir da unten noch so eine kleine Datenbank, wo wir das ganze Ding persistieren können. Unser Team legt los und denkt sich, klar, kleiner Microservice, wir bauen eine ganz klassische Dreitier-Architektur. Oben haben wir den Controller, unten in der Mitte den Service Layer, unten das DB-Repository. Und da stellt sich schon die erste Frage, dieser HTTP-Client, was ist das eigentlich? Ist das mehr so ein Service oder ist das ein Repository? Wo baue ich das rein? Keine Ahnung. Aber das ist alles wunderbar. Wir machen Separation of Concerns, wir betreiben Decoupling. Wenn wir mal eine Datenbank austauschen, kein Problem. Wir haben eine Abstraktionslayer unten reingezogen. Wir betreiben Dependency Inversion. Also alles so nach Lehrbuch, wunderbar, eine gute Software. Und dann kam halt die Fachlogik. Die maximale Produktanzahl im Warenkorb soll 50 nicht übersteigen, damit die Leute nicht zu viel einkaufen, warum auch immer. Der maximale Warenkorbwert soll 120 Euro, damit wir nicht so viele Ausstände haben gegebenenfalls. Und die maximale Anzahl pro Produkt soll 10 sein, damit jetzt kein Mensch nicht irgendwie 40 Kästen Bier kauft, die ich dann transportieren muss. Genau. Und wir haben noch so ein bisschen Datenvalidierung. Diese SKU, die soll halt zwischen 50 und 20 Zeichen lang sein. Alles klar, denken wir. Wunderbar. Wir bauen ein kleines Domain-Modell. Haben wir ein Shopping-Cart. Shopping-Cart hat Endprodukte und überlegen uns dann, ja, wo baue ich das denn jetzt ein? Denken wir, klar, hier in den Service, da steckt die Logik drin, da implementiere ich meine ganzen Business-Rules, die Datenvalidierung, alles wunderbar. Und dann kommt Bob ins Team. Und Bob fragt, was bauen wir hier eigentlich? Und das Team antwortet ihm natürlich, wir machen ein Microservice in Spring Boot, haha, aber mit Kotlin, das ist voll fancy, neu, cool. Einer meint, ja, so ist so ein Warenkorb-Service. Ah ja, und wir machen hier mit JPA, also Abstraktionslevel High Five, cool. Aber Bob fragt, ja, es ist ja alles schön, aber nochmal, was macht denn der Service jetzt eigentlich? Kein Problem, Bob, ich nehme dich mal mit, wir gucken mal den Code ran. Ich habe das alles in Kotlin gemacht. Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich. Leute, die so von der Java-Ecke kommen, erster Variablen-Name, dann der Typ, nicht andersrum. Wie es irgendwie so moderne Fancy-Sprachen machen. Einfach andersrum machen. Wir gucken uns mal den Controller an. Daten kommen rein und wir machen hier mit so einer Regex eine kleine Datenvalidierung. Wenn die nicht matcht, schmeißen wir ein Bad-Request zurück, alles wunderbar. Dann kommen wir in den Service Layer. Oh,
Da ist Fleisch dran. Hier haben wir einen Product Service Client, das ist unser HTTP-Client, da holen wir uns ein Produkt ab mit der SKU. Und hier holen wir uns dann von unserem Shopping Cart, den wir irgendwo da oben geholt haben, nehmen wir dann die Produkteliste und adden dann ein neues Shopping Cart Item mit diesem Produkt. Und danach rufen wir das Repository auf und sagen Save. Ah, guck an, Bob findet irgendwelche Nomenklaturen, der findet, ah, was ist das? Shopping Cart, Shopping Cart Item, Product, was ist das denn eigentlich? Das Team sagt, ja, das sind unsere Entity-Klassen für den OR-Mapper. Wir haben hier so One-to-Many-Annotations dran, damit unser OR-Mapper da irgendwie was in der Datenbank mangeln kann. Wunderbar, wunderbar. Okay, sieht relativ einfach aus. Und dann fragt er auch noch, ich habe mal gerade in eure Dokumentation geguckt und da steht so ein Shopping-Cart, hat Endprodukte. Was ist denn jetzt dieses Shopping-Cart-Item da? Das kommt da drin gar nicht vor. Ach so, ja, das brauchen wir aber für den OR-Mapper, weil wir haben hier noch so eine Quantity dran und die können wir nicht anders darstellen. Deshalb müssen wir da noch so eine Zwischentabelle reinziehen. Und dann fragt Bob, okay, gut, wir haben also Controller, da ist Zeug drin, Service Layer. Ich habe da noch gelesen, von einem Produkt darf man doch nur maximal 10 haben. Wo wird das denn geprüft? Anna, sag mal, wo war noch mal dieser Constraint? Ach, kein Problem, hier in der Datenbank. Was haben wir jetzt? Wir haben ein schönes Architekturmodell gebaut. Wir haben wirklich schöne lose Schichten. Wir haben Separation of Concerns, aber wir haben unheimlich viel verteilte Fachlogik. Wir haben da oben im Controller haben wir Formatvalidierung. Wir haben im Service Layer haben wir Objektkomposition. Das heißt, wir schieben Objekte ineinander und ziehen sie wieder auseinander. Und so allem Überfluss haben wir unten in der Persistenz Layer noch eine Überprüfung von Invarianten. Puh. Paar Monate vergehen und irgendwann kommt sowas dabei raus. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Sowas haben wir tatsächlich mal gebaut. Und wir waren irgendwo an einem Punkt, wo dann unser Injection Framework dann irgendwann die Grätsche gemacht hat, weil es irgendwelche zirkulären Abhängigkeiten hatte. Und ich hatte mir mal die Mühe gemacht, mir wirklich mal alles aufzumalen, farblich getrennt, dass das sind irgendwelche Packages, die da rumgeflogen sind. Ja, und da stellt man sich halt irgendwann die Frage, wo wird denn nochmal dieser Warenkorb berechnet? Keine Ahnung. Wir haben was? Ein Big Ball of Mud. Keiner versteht ihn mehr, es ist unheimlich schwer zu warten. Wenn man in einem Microservice ist, hat man vielleicht noch so Glück, dass man argumentieren kann, wegschmeißen, neu bauen. Wenn man in einem größeren Umfeld unterwegs ist, wird es dann echt schwer, das Ding wieder zu entflechten und ordentlich zu refactoren. Aber Bob hat eine Idee. Ich habe mal was von hexagonaler Architektur gehört. Wow, erzähl mal. Das ist ein Hexagon. Warum das ein, ja gut, bei der Auflösung jetzt ist es ein gestauchtes Hexagon, das sollte normalerweise ein bisschen größer, egal. Warum das Ding ein Hexagon ist, erzähle ich ganz am Ende. Und dieses Hexagon unterteilen wir erst einmal in Schichten. Und wir definieren ganz innen haben wir eine Domäne, in der Mitte haben wir Application und ganz außen haben wir Ports. Das ganze Ding nennt sich auch Ports in Adapters-Architektur, man findet es auch als Onion-Architektur. Gibt verschiedene Namen, verschiedene Ausprägungen davon, aber im Endeffekt diese Schichtenarchitektur ist meistens immer gleich. Was machen wir in der Mitte? Wer sich mit ein bisschen Domain-Driven Designer beschäftigt hat, ein schönes Buch von Eric Evans, kann ich auch nur empfehlen, generell, dass das ganze diese ganze Art zu entwickeln, haben wir in der Mitte eigentlich unsere, ja, Eric Evans nennt es so das Herz der Software, warum ich eigentlich diese Software baue, eigentlich meine ganze Fachlogik. Hier baue ich meine Modelle, vor allen Dingen habe ich in der Mitte keine Technik, also Technik in dem Sinne, dass ich hier keine Frameworks oder irgendwelche anderen Sachen mache. Wenn es richtig cool läuft, habe ich sogar noch nicht mal irgendwelche Annotations dran. Ich habe wirklich puren Code, der da läuft und Datenkomposition macht, Datenvalidierung macht etc. In der Applikation, hier modelliere ich dann meine Use Cases, also das,
was quasi Objektkomposition ausmacht. Das heißt, ich lade mir vielleicht neue Daten rein, mangel die ein bisschen rum, speichere sie wieder rein. Was genau das ist, komme ich gleich noch zu. Und in den Ports, hier habe ich tatsächlich da meine technischen Anhängsel. Also sowas, was eigentlich im Zweifel meine Frameworks leisten. Hier habe ich irgendwelche MVC-Frameworks, hier habe ich Persistenz-Frameworks etc. Irgendwelche Queuing-Publisher, whatever. Die Domänen, gucken wir uns die mal ein bisschen genauer an. Hier habe ich wirklich reine Fachklassen. Und hoppala. Ja. Und was hier ganz wichtig ist, und das macht man relativ gerne falsch, das mache ich auch immer meistens gerne falsch, man darf hier nicht datenbankzentriert denken. Wenn man so eine Domäne aufzieht, erstmal komplett alles, was man irgendwie an Technik im Hinterkopf hat, wie baue ich meine R-Model, wie baue ich mein JSON, das irgendwo persistiert, oder mein XML oder was auch immer, alles vergessen, erstmal reine Fachklassen bauen. Meine Domäne so gut es geht abbilden, verstehen, was die Anforderungen sind und diese eins zu eins in den Code gießen. Am besten sogar mit den Begriffen, die irgendwie in der Fachdomäne halt Bezug haben. Ganz einfach, wenn du mit so einem Fachmenschen redest und mit dem über SKU statt über ID redest, dann versteht er dich auch besser. Hopp. Genau. Ich habe zum Beispiel hier sowas, jetzt als Beispiel simple Fachtypen. Diese Fachtypen haben aber eine syntaktische und semantische Validierung drin. Ich zeige gleich mal ein Beispiel, wie man sowas machen kann. Vorteil ist, wenn ich so einen SKU-Typ habe, da kann ich sicher sein, dass da drin auch ein Value ist, der eine SKU repräsentiert. Das Ding ist dann validiert, das Ding ist irgendwie semantisch geprüft etc. Dieses Objekt darf nicht generiert werden können, wenn ich irgendwie ein invalides Datum drin habe. Darüber hinaus habe ich zusammengesetzte Werte, sowas wie Product. Und ganz wichtig, ich habe einen einzelnen Typen, der das, man sagt in diesem Kontext, der mein Aggregate oder mein Aggregate Root darstellt. Der baut quasi mit diesen Unterobjekten einen Objektgraph auf. Hat vielleicht noch irgendwelche Überprüfungsinvarianten als benannte Elemente mit dabei. Was aber wichtig ist, nur dieses Teil definiert eine Schnittstelle nach außen. Das heißt, wir haben hier unsere interne Domäne und nur dieses Teil definiert Schnittstellen in die Außenwelt. Keine anderen Elemente sonst. Warum mache ich das so? Ich habe zum Beispiel so eine Methode, put product into, die bekommt ein Produkt. Ich gebe das in die Domäne rein. Und meine Domäne kann nun Folgendes machen. Es kann prüfen, ob dieses Produkt, das ich hinzufüge, meine innere Fachlogik verletzt oder nicht. Es kann diese ganzen Preconditions, Postconditions, Invarianten alles wunderschön abprüfen. Wenn es diese Invarianten verletzt, schmeißt es zum Beispiel einen Fehler. Wichtig ist aber, wenn ich den Fehler geschmissen habe, dass meine Domain als Zustand genau denselben hat, den es vor der Operation hatte. Das heißt, ich mache hier oder kann hier, indem ich wohl definierte Interfaces habe, die nach außen gehen, kann ich tatsächlich valide und überprüfte Zustandsübergänge meiner Domäne haben. Wichtig dabei ist noch, wenn ich sowas habe wie, gib mir mal die Quantity von einem Produkt und ich gebe dann so ein Objekt hier raus. Das ist natürlich dann wichtig, wenn ich solch ein Konstrukt mache, dass ich niemals eine Referenz rausgebe, wo ich dann wieder den inneren State verletzen könnte. Das ist hier an der Stelle ganz wichtig. Die Domäne muss immer einen validen Zustand haben. Sonst macht dieses ganze Architekturbild keinen Sinn. Wie mache ich sowas? Das ist zum Beispiel ein bisschen Kotlin-Code. In Kotlin gibt es sogenannte Data-Classes. Wenn man aus der Java-Welt kommt, kennt man diese Pojos mit diesen Gettern und Settern, die sonst nichts tun. Habe ich in Kotlin einfach komplett geschenkt. Ich habe hier so einen Init-Block, das ist eine Art Konstruktor. Und hier kann ich tatsächlich prüfen, ich bekomme einen String rein, matche den auf eine Regex und mein komplettes SKO-Objekt erzeugt sich erst dann, wenn ich einen gültigen Wert habe. Genauso ein Produkt,
das benutzt hier nicht irgendwelche Strings, sondern benutzt dann tatsächlich diese simplen Fachtypen. Vorteil hier, in diesem Produkt muss ich nichts mehr tun. Das ist eine reine Komposition. Ich habe einen SKO-Typ und wenn ich einen SKO-Typ habe oder ein Objekt eines SKO-Typs, kann ich mir an dieser Stelle sicher sein, dass das auch wirklich eine SKO ist. Die ist validiert, die ist semantisch überprüft, alles wunderbar. Genauso mit dem Price. Wenn ich definiere, dass ein Price niemals negativ sein darf, dann kann ich hier von ausgehen, dass dieser Price niemals negativ ist, weil sonst würde dieses Objekt nicht existieren. Das heißt, hier in so einem Produkt muss ich nichts mehr weitermachen als ein bisschen Objektkomposition, ist in Kotlin ein Einzeiler. Praktisch hier auch noch, wenn ich so ein Objekt erzeuge, gerade in Kotlin ist das ziemlich cool, weil er keinen New-Operator hat. Ich kann hier relativ sprechend mir ein neues Objekt erzeugen. Das kann man im Code wie einen Satz lesen. Genau, so ein aggregate root, das hat dann solche Methoden wie put product into, bekommt ein product, bekommt ein quantity. Auch hier kann ich mir wieder sicher sein, diese Objekte, die ich erzeugt habe, sind semantisch sicher. Hier sind einfach da. Am besten halt auch noch immutable gebaut, damit ich sie ja nicht mehr verändern kann, sondern höchstens kopieren. Und hier beginnt dann eigentlich die eigentliche Fachlogik. Hier habe ich meine Invarianten, da habe ich vielleicht keine Helferklassen, die einzelne Preconditions abprüfen, die vielleicht mir auch noch irgendwelche anderen Daten heranziehen und dafür halt validieren. Codetechnisch sieht das ganze Ding aus. Das ist jetzt ein Beispiel von mir. Das kann man auch noch ein bisschen anders gestalten. Ich mache es gerne so, dass ich mir hier so ein Domain-Package habe und da habe ich dann einfach alle Dateien drin, die zu meiner Domäne gehören. Und ich habe dann einen Teil, wie hier so ein Shopping-Cart, nur das hat ein Interface nach außen, außerhalb dieses Packages, sodass ich auch hier nur darauf zugreifen kann. Ja. Kommen wir mal zur Application. Wenn wir jetzt gesagt haben, dass in der Domäne die reine Fachlogik drin ist. Das heißt, hier passieren meine Preconditions, Postconditions, Invarianten etc. Was macht dann noch die Application? Die Application definiert Use Cases. Ein Use Case kann sein, dass ich mir mein Domain-Objekt ziehe, Daten von außen bekomme, mir diese kleinen Fachklassen erzeuge, die dir meine Domäne gebe, irgendwas machen lasse und das ganze Ding vielleicht wieder irgendwo wegspeichere. Kann aber auch sein, dass ich ein, zwei oder drei Fachmethoden der Domäne aufrufe. Das geht auch. Hier haben wir jetzt auch wieder unsere Services. Das heißt das, oder zum Beispiel so ein Command- oder Report-Service, wie auch immer dass man das jetzt nennen würde, das sind wirklich dann nur noch relativ kleine Code-Schnipsel, die eigentlich nur noch ein bisschen Komposition halt betreiben. Die machen nicht mehr viel, die machen keine Fachvalidierung. Das steckt alles in der Domäne drin. Ja, wichtig, keine Fachlogik. Nach außen definiere ich dann auf der einen Seite Use-Case-Interfaces, und auf der anderen Seite Infrastruktur-Interfaces. Komme ich gleich noch zu, wo da der kleine Unterschied ist. Generell, hier kommen wir wieder, ich hatte eben mal eingangs erläutert, das ganze Ding nennt sich auch Ports and Adapters-Architektur. Das sind Ports, die quasi aus der Applikation die Applikation bereitstellt, aber auch von der Application benutzt wird. Wie sieht das Ganze dann so ein bisschen auf Code-Ebene aus, beziehungsweise hier so einmal als Klassendiagramm? Ich habe hier rechts mein Domain-Objekt, da rufe ich meine Domain-Methoden auf. Ich habe hier zum Beispiel einen App-Shopping-Card-Service, der definiert ein Interface, das ist mein Port nach außen, benutzt aber auch ein Interface, zum Beispiel hier ein Shopping-Card-Repository-Port. Das sind die Ports, die ich benutzen möchte. Wie sieht sowas aus? Ich habe zum Beispiel einen Port nach außen, das heißt, hier habe ich meinen Repository-Port, aus diesem Repository lade ich mir mein Domain-Objekt. Ich bekomme ein Shopping-Cart-Objekt mit dem kompletten Objektgraph darunter. Ich bekomme hier
eine Shopping Cart UUID zum Holen, vielleicht noch ein paar andere Sachen wie hier die Produktinformation. Ich lade mir das aus der Datenbank, gebe meinem Domain-Objekt das Objekt, das ich vielleicht hinzufügen will, in dem Fall das Produkt. Die Domäne sagt, klappt oder klappt nicht. Wenn es nicht klappt, schmeiße ich den Fehler weiter. Wenn es klappt, hat die Domäne ihren Zustand verändert und ich speichere diesen neuen Zustand über das Repository wieder in meine Persistenzschicht. Die Ports. genau, andersrum, Adapter. Ports hatten wir ja schon. Wir haben eine Application-Schicht und darüber haben wir dann eine Ports-Schicht. Beziehungsweise die Ports-Schicht an dieser Stelle ist ein bisschen von der Nomenklatur ein bisschen falsch, weil im Endeffekt die Ports werden von der Application definiert. Meine Ports-Schicht definiert aber nur die kleinen Adapter. Was sind Adapter? Adapter sind nun diese kleinen technischen Anhängsel, die meine Use-Case-Interfaces quasi bedienen. Man unterscheidet hier, man sieht, ich habe das Bild mal so ein bisschen zweigeteilt, auf der einen Seite zwischen sogenannten Driver-Adapters und auf der anderen Seite zu Driven-Adapters. Wo ist hier der Unterschied? Man sieht schon so ein bisschen die Pfeile, die einen gehen raus, die anderen gehen rein, die anderen gehen raus. Das hat nichts mit dem Datenfluss zu tun, sondern mit der Richtung des Aufrufers. Mein Driver-Adapter, mit dem wird meine Applikation von außen gesteuert. Mit dem Driven-Adapter steuert meine Applikation andere Applikationen nach außen. Das ist so ein bisschen quasi die Command-Strecke, die dann läuft. Was sind das zum Beispiel? Ich habe hier einen Port nach außen und ich habe hier einen Adapter, das kann meine UI sein. Hier habe ich meine Template-Engine, hier habe ich mein UI zusammengedengelt. Da unten habe ich vielleicht einen REST-Controller hängen, der bedient meinen Port, meine Applikation. Ich habe nach hier außen, habe ich zum Beispiel meinen HTTP-Client. Wie funktioniert das jetzt? Meine Applikation definiert sich ein Interface, ich möchte gerne ein Produkt holen anhand einer SKU. Dieser REST-Client implementiert das Interface und sagt, alles klar, mache ich dir. Wichtig dabei ist jetzt aber, bis zu dieser Grenze hier rede ich nur mit meinen Fachobjekten. Das heißt, auch meine Application bedient dieses Interface nur, gib mir mal bitte ein Produkt anhand dieses SKU-Typs. Dieser Adapter übersetzt dann meinen SKU-Typ wieder in irgendeinen String, den er über die HTTP-Leitung bekommt, bekommt vielleicht von meinem Produktservice irgendein JSON, hat dann die Aufgabe, das ganze Ding aber in einen Produkttyp umzuwandeln, das der Application wiederzugeben und die Application sagt deiner Domäne, hier hast du mal das gefundene Produkt, füge es bitte deinem Warenkorb hinzu. Mach was damit. Überprüfe, sag mir, ob es klappt oder nicht. Hier unten haben wir so einen kleinen Sonderfall, das ist halt in dem Fall hier Richtung SQL, meine Persistenzschicht. Das sind dann diese sogenannten Repositories. Gerade so im Domain-Driven Design haben die so ein bisschen eine Sonderrolle. Auch hier definiere ich mir ein Interface nach außen, wo meine Application sagt, ich habe hier eine Shopping Cart UUID als Typ, gib mir bitte meine Shopping Cart Domäne. Oder ich habe meine Shopping Cart Domäne angewiesen, etwas ihren State zu ändern, das hat funktioniert. Bitte speichere diese Shopping Cart Domäne jetzt bitte zurück in meine Persistenz. Wie das ganze Ding persistiert wird, das muss dieser Adapter hier entscheiden. Das ist nicht Aufgabe der Domäne, das ist nicht Aufgabe der Application, das ist allein Aufgabe dieses Adapters. Genau, das könnte so technisch aussehen, HTTP-Client, OR-Mapper, REST-Controller. Auch hier, wie sieht das Ganze wieder technisch aus? Ich habe hier wieder meine Domäne rechts, ich habe in der Mitte mein Service-Layer in blau. Mein Service Layer definiert Interfaces nach außen, also meine Driver Adapter, Entschuldigung. Die werden zum Beispiel von einem Shopping Cart Controller implementiert. Jetzt habe ich da unten drunter so ein Spring Boot MVC Framework, das kümmert sich um die ganze HTTP-Strecke, das ganze Routing etc. Ruft dann nur noch das Interface auf. Mein Service Layer definiert aber auch ein
ein Driver-Interface oder ein Driver-Port. Das ist hier zum Beispiel Repository. Hier habe ich mein JPL-Repository, das dann meine Domäne irgendwie aus der Datenbank laden kann, aber auch zurückschreiben kann. Wenn wir uns das ganze Ding mal so angucken, das hatten wir doch schon mal. Haben wir einen Controller da links, haben wir da oben, haben wir einen Service in der Mitte, haben wir auch in der Mitte. Wir haben da unten Repository, haben wir auch. Gut, den HTTP-Client habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Und wir haben sogar hier so ein Shopping-Cart, das haben wir da auch. Wo ist der Unterschied? Im Endeffekt auf Code-Ebene gibt es keinen großen, außer dass ich meine Domain-Logik da reingezogen habe. Aber in unseren Köpfen, da passiert Folgendes. Denn ich baue meine relativ eindimensionale Architektur top-down in eine zweidimensionale Architektur out-in oder in-out. Indem ich einfach meine komplette Denkweise meiner Applikation auf so eine Schichtenarchitektur einfach ummünze, obwohl das vielleicht codetechnisch nicht ganz gut der große Unterschied dabei ist, habe ich aber ein viel, viel einfacheres Denken, wie meine Applikation ausbauen aufgebaut werden kann. Wenn jetzt mein Teamleiter, Product Owner mit einer neuen Anforderung um die Ecke kommt, hör mal, wir haben hier noch eine zusätzliche Validierung. Wo baue ich die denn ein? Keine Ahnung. Domäne. Wir haben noch einen Use Case, dass wir irgendwie, wir brauchen noch ein Reporting, wie die Durchschnitt, wie viele Produkte gerade in einem Warenkorb da sind. Kein Problem, baue ich dir einen neuen Use Case in die Application rein, vielleicht noch eine neue Methode hier in die Domäne, die genau diese Informationen liefert. Ich habe etwas, mein Problem, ein anderer Service hat irgendeine Message Queue, womit er mir Informationen gibt, die ich benötige. Wo baue ich diese Message Queue ein? Kein Problem, auf diese Seite, Driver Adapter oder Driver Adapter, Message kommt rein, steuert meine Software. Ich soll irgendeine Message Queue bedienen, die geänderte Informationen oder Business Events meiner Applikation irgendwie der Welt oder meiner kompletten Microservice-Welt irgendwie zu bereitstellt. Kein Problem, baue ich hier einfach hier einen Driver-Port rein. Wenn hier irgendwas passiert, geht es in eine Message-Queue raus. Ich muss mir hier keine Gedanken mehr machen, wo ich irgendwelche technischen Anhängsel reinbaue. Ich habe neben dem REST, jetzt muss ich noch irgendwie in einem Legacy-System irgendwie eine SOAP-Schnittstelle bereitstellen, weil das nur SOAP kann. Kein Problem, baue ich noch einen Adapter daneben, der genau denselben Port bedient, aber einfach hier an der Stelle SOAP macht. Klaus kommt ins Team und er fragt, was bauen wir denn hier? Und, und das Team sagt, kein Problem, hier ist der Domainkern. Hier hast du die, das ist noch ein Punkt, sehr valide. Klaus hat mich drauf gebracht. Testing. Brauche ich Unit-Tests oder muss ich meine Fachtests machen? Kein Problem, ich nehme diese Schicht und diese Schicht einfach weg. Ich kann meine Domäne komplett eigenständig testen. Ich muss hier nichts mocken. Ich habe keine Frameworks, die ich irgendwie ersetzen muss. Ich habe komplett reine Fachklassen. Ich kann meine Invarianten 1:1 testen. Das heißt, ich habe hier die meisten Tests. Die Application-Schicht, wenn ich irgendwie eine Art Component-Test habe, ich möchte jetzt kein HTTP haben, ich möchte meine Datenbank irgendwie wegmocken. Das heißt, meine technischen Anhängsel brauche ich nicht. Nehme ich allein die Ports weg. Ich kann die Applikation mit den Use-Case-Interfaces wunderbar testen. Hier bekommst du irgendwie eine Shopping-Card-UUID rein oder ein Produkt und guck mal, was passiert. Ich kann hier unten diesen Port hier unten auch wegmocken. Ich implementiere mir hier einfach einen Testadapter und sage den, okay, für diese Shopping-Card-UUID bekommst du irgendein ein Mock-Objekt. Und auch für voll integrative Systeme oder Systemtests kein Problem. Habe ich einfach den kompletten Service mit allen drei Schichten, kann ich wunderbar testen. Das heißt, ich habe irgendwelche Umsysteme, die vielleicht dann auch technisch gemockt sind, die aber die Schnittstelle irgendwie bedienen, kann ich auch machen. Das heißt, ich habe hier das, was wir so als Testpyramide kennen, also Unit-Test, Component-Test, Integration-Test, kann ich 1:1 auf diese drei Schichten abbilden. Genau. Was bauen wir hier? Kein Problem. Domain-Kern, hier sind die Tests. Da findest du alles, was wir eigentlich machen.
Und Klaus denkt, wow, das ist echt sauber und verständlich. Umsysteme findest du unter Ports, da findest du alle Informationen, auch für Serialisierung, Deserialisierung, wunderbar. Und so weiter. Wie geht es weiter? Die hexagonale Architektur hat hier noch so ein paar Sachen, die man dann noch einbauen kann. Da gibt's so, das ist aber schon so ein bisschen advanced, das kann man gucken. Ein Teil ist zum Beispiel, ich habe solche Sachen wie, ich habe einen Shopping-Cart-Service, aber ich soll bitte einen Report machen, die durchschnittliche Anzahl Milch über alle Shopping-Carts. Jetzt fange ich mit der Architektur ja nicht an und lade mir erstmal alle Shopping-Carts aus dem Repository raus, iteriere dann über alle, ziehe mir die Milch raus und breche mir dann irgendwas. Hier gibt es dann so Sachen wie zum Beispiel, man kann in einen Component reinziehen, wo man dann sagt, okay, für diesen Fall über alle hat das zwar immer noch was mit meiner Domäne zu tun, aber nicht mehr mit einem einzelnen Objekt, sondern mit einem ganzheitlichen darüber. Also kann ich so eine einzelne Component reinziehen, die sich dann über alle drei Schichten ausbreitet, auch alle drei Schichten sauber trennt. Das heißt, sie bringt ihre eigene Subdomäne so ein bisschen mit. Das heißt, sie basiert zwar auf Shopping Cart, arbeitet in der Domäne jetzt aber eher mit Listen von Shopping Carts oder sowas in die Richtung oder Listen von Produkten oder Product Items. Das hat immer noch was mit der Domäne zu tun, steht aber immer so ein bisschen daneben. Definiert dann aber saubere Ports in die Application-Schicht. Was kann man auch machen? Auch ganz spannendes Thema. Wenn ich ein etwas größeres System habe, interne Message-Busse. Das heißt, meine Domäne, wenn die irgendein State geändert hat, sagt die nicht einfach der Application, hallo, hier ist was passiert. Nein, sie postuliert vielleicht auch auf einem internen Message-Bus, ein Business-Event, das ist passiert. Und Adapter, die sich dafür interessieren, die dann irgendwas anderes machen, konsumieren diese Events und können das Ganze machen. Muss nicht asynchron sein, kann auch synchron sein. Klappt auch wunderbar. Mit dem System kann man zum Beispiel tatsächlich auch mit dieser hexagonalen Architektur sehr, sehr schnell so ein CQRS-System machen, so ein Command Query Responsibility-Dingens. Generell aber, wann sollte man das ganze Ding einsetzen? Man hat eine nicht triviale Fachlogik. Das ist meistens der Fall. Außer ich mache vielleicht wirklich einen generischen Proxy, der irgendwas von A nach B schaufelt und es ist ihm egal, was es ist. Generell eine Domäne, die Invarianten hat, die ich abprüfen muss, die irgendwelche, die nicht immer einen gültigen State hat. Ich habe viele Umsysteme und APIs, da macht mir einfach dieses Bild das Leben einfacher von der Denke. Ich weiß, wo ich es einfach positionieren kann. Ich habe verschiedene fachliche Sichten. Das heißt, mein Kunde möchte Produkte reinladen, aber irgendein, Business Intelligence Menschen interessiert sich über irgendwelche Statistiken über das System. Kann ich auch machen. Wann setze ich es nicht an? Gerade schon gesagt, wenn ich einfach kein Fachmodell habe. Aktuelles Beispiel bei mir, das ist einfach ein System, da kommt ein JSON rein, wird ein bisschen gemangelt, kommt hinten JSON wieder raus. Da habe ich keine fachlichen Invarianten, deshalb setze ich das da nicht ein, brauche ich nicht, weil das ist dann einfach ja, mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Wenn ich sowas habe wie so ein simples CRUD, brauche ich das auch nicht. Hier aber Vorsicht, also aus meiner eigenen Erfahrung, gerade wenn ich ein CRUD-System anfange, die Dinger bleiben meistens nicht CRUD. Die haben dann irgendwann, kommen nämlich diese fiesen Dinger da rein und dann wird es haarig. Nachteile oder Vor- und Nachteile. Großer Vorteil, meine Domänenkomplexität wird wesentlich handhabbarer, allein weil ich das Ding zentriere, mich darauf konzentrieren kann. Ich kann gute Unit-Tests schreiben und bin damit safe. Einführungen von Umsystemen sind einfacher. Ich brauche mir da keine großen Gedanken machen. Ich habe irgendwelche Use-Case-Ports. Für die Dinger baue ich einfach neue Adapter. Kein Problem. Neue Kollegen sehen sich den Kern an und wissen, was passiert. Diesmal steht die Wahrheit wirklich im Code. Haha. Nachteile sind Overhead. Den habe ich definitiv. Warum? Die Domäne ist kein Overhead, weil die Domäne wird im Zweifel die Komplexität oder die technische Komplexität abbilden, die auch meine fachliche Komplexität hat. Eine fachliche Komplexität bekomme ich meistens eher wenig minimiert.
Aber viele, viele Frameworks, und das ist leider der Fall, machen einem da das Leben schwer. Beispiel so ein bisschen aus der Java-Welt. Ich möchte das ganze Ding bitte mit dem OR-Mapper persistieren. Der OR-Mapper möchte jetzt aber auf die interne Struktur meiner Domäne zugreifen, damit er weiß, was er persistieren soll. Zu allem Überfluss, wenn er es deserialisieren möchte, möchte er gerne einen Default-Konstruktor haben und Setter. Die möchte ich aber nicht in der Domäne haben, weil die mir den internen State versauen. Das ist dann immer so eine Sache. Da muss man wirklich gucken, wie man es machen kann, wie es geht. Ich habe, steht gleich auch noch ein Link drauf, ein Beispiel gemacht, wo ich dann wirklich mein Domain-Modell erstmal in ein OR-Modell umwandle und das persistiere. Ob das jetzt so sinnvoll ist, weiß ich selber auch nicht. Es fühlt sich schlecht an. Ob ich mir dann mein Domain-Objekt direkt in durch meinen Adapter direkt per Hand in SQL umwandle und das persistiere, für kleine Domains vielleicht handhabbarer, mal gucken. Weiß ich selber noch nicht, also der Heilige Gral habe ich den Heiligen Gral habe ich da auch noch nicht so gefunden. Genauso wie auf der anderen Seite, wenn ich so eine REST-Schnittstelle habe, wobei man da ja auch mittlerweile viel mehr wieder mit Data Transfer Objects baut. Das heißt, ich wandle mein Domain-Objekt erstmal in ein DTO um, gebe das als JSON-Serialisierung raus, weil ich vielleicht auch noch in meiner Hate-Auth, REST, Huiuiui-Schnittstelle dann noch irgendwelche Links-Bäume aufbauen möchte, damit das Ganze super automatisiert aufgebaut wird. Diese Links-Objekte möchte ich natürlich nicht in meiner Domäne haben, genauso wie ich in meinem JSON vielleicht interne Daten aus meiner Domäne nicht habe. Deshalb muss ich da so ein bisschen Modellumwandlung machen. Eine Sache, die habe ich noch offen. Warum heißt das ganze Ding Hexagon oder hexagonale Architektur? Alistair Cockburn, der das ganze Ding damals mal postuliert hat, Datum weiß ich jetzt nicht mehr, war irgendwann in den 90ern, glaube ich, der wollte das ganze Ding gerne als Ports and Adapters Architektur halt rausgeben. Der interne Arbeitstitel war aber hexagonale Architektur. Warum ein Hexagon? Weil Alistair Cockburn in seinem ersten Beispiel zufällig 6 Ports hatte. Also das ist tatsächlich, sucht man nach hexagonaler Architektur, findet man mehr Artikel als über Ports and Adapters Artikel, über Ports and Adapters, wobei Ports and Adapters der eigentliche Name dieser Architektur sein sollte. Hat sich nun nie durchgesetzt, weil Hexagon irgendwie cooler klingt. Also Foto noch? Oder? Okay. Sorry. Generell so ein bisschen Literatur dafür. Hier, der erste ist ein ganz cooler Blogartikel, den kann ich tatsächlich nur empfehlen, der zweite, den kann ich echt empfehlen, der bringt das Ganze so ein bisschen, auch ein bisschen die Theorie dahinter nochmal ein bisschen raus, ist echt cool gemacht. Das Ding, in der Hoffnung, dass er noch funktioniert, ist WebArchive, ist der Originalartikel von dem Alistair Cockburn, der existiert leider nicht mehr so. Was ich tatsächlich empfehlen kann, das ist jetzt Implementing Domain-Driven Design von Warren Vernon, nicht weil ich mit dem Menschen irgendwie einen Vertrag habe, nein, weil ich das Buch geil finde, weil er da tatsächlich dieses ganze Thema Domain-Driven Design, wie baue ich meine Fachdomäne auf, sehr, sehr gut erklärt und auch erklärt, wie ich dieses System halt auch in die verschiedensten Architekturen reinbekomme. Unter anderem auch diese Three-Tier-Architektur vom Anfang. Erklärt er auch darin, wie das da geht. Generell, auch wenn ich jetzt Schmidt heiße, der Link bleibt Iwanzig, das ist halt unveränderlich. Das ist ein Beispiel für einen hexagonalen Service, den ich gebaut habe. Quasi die ganzen Code-Beispiele, die ich gerade gezeigt habe, findet man da, das Ding funktioniert und läuft, ist getestet. Und ich habe mal die anderen Code-Beispiele von so, wie es Bob irgendwie doof fand, habe ich auch mal gebastelt. Ist tatsächlich, also es macht Spaß, aber es ist auch echt eine Herausforderung, einfach mal einen Code Scheiße zu schreiben. Das ist also willentlich. Unwillentlich passiert es ja öfters, aber willentlich. bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank. 3/4 Stunde, wunderbar. Fragen, Antworten. Ich glaube, ich habe hier ein Mikro, ne? Dass ich dann rumreichen kann. Ich hoffe, das ist an. Oder bin ich laut genug? Also ich wollte nach dem netten Konstrukt fragen.
Constraint fragen, weil der würde ich sagen, ist ein Designfehler, hat vielleicht Performancegründe. Wie will das Hexagonale das verhindern, wenn sich jemand an die Entschuldigung, dann drücken Sie damit einmal drauf, weil ansonsten kann man sie auf dem Video absolut nicht haben. Okay, jetzt besser. Ja. Gut. Okay. Also meine Frage war nach dem wunderschönen Constraint, wo halt eben die Anzahl der maximal erlaubten Items in der Datenbank abgefragt wurde. Das ist ja ein Designfehler, der, egal welches Konzept man dahinter steckt, nicht passieren sollte. Also ist das jetzt eine Disziplinfrage oder wo ist der Constraint gelandet? Der Constraint bringt mich gerade nochmal auf den Punkt. Das war der... Von ganz vom Anfang, ne? Der wo ist der PO da? ich habe nicht richtig mitbekommen, welchen meintest du jetzt? Den, der in der Datenbank gelandet ist, wo dann halt eben das als Constraint in der Datenbank gelöst wurde. Dass das nicht passieren soll? Ja. Ja, das soll nicht passieren. Und das liegt ja, denke ich mal, jetzt nicht am hexagonalen Design an sich, sondern grundsätzlich dann an der Disziplin im Design. Ja, natürlich. Also das ist jetzt natürlich ein Negativbeispiel, das ein bisschen populistisch gestrickt ist, damit ich es halt... Schon gesehen. Generell sage ich, wenn man in der Datenbank so ein Constraint hat, so als Last Line of Defense, kein Problem, aber man sollte es natürlich schon irgendwo vorher mal abgeprüft haben, damit man einfach irgendwo eine fachliche Validierung hat, natürlich. Ja, ich habe auch schon mal sowas gesehen, dann diskutiert man drüber, dann macht man es anders, dann hast du vielleicht einen etwas juniorigeren Entwickler dabei, er lernt was dabei und dann ist das alles wieder fein. Klar, sollte man nicht tun. Passiert normalerweise auch in diesen Dingern nicht. Aus der Praxis, das hatten wir tatsächlich, dass die Datenbank einen Bug gefixt hat, weil der Bug noch nicht gefunden war. Ah! Hat die Datenbank selber nochmal geprüft, stimmt denn das, was ich bekommen habe? Wenn nicht, fixe ich das, bis der Bug gefunden ist. Gut, man kann jetzt natürlich philosophieren, ich muss mein System ganzheitlich denken, aber... Okay. Dann? Ja? Vielleicht mögt ihr das einfach rumreichen oder? Oh. So, vielleicht, wenn in der Microservice-Architektur dann viele Services zusammenkommen und beim E-Commerce-Fall jetzt so, ich glaube, der Worst Case vielleicht irgendwie eine Gutschein-Engine, die halt irgendwie 3000 Regeln dann abbilden können muss von maximalem Produktpreis und irgendwie Mitternachtsgutscheine, Midnight-Shopping und Geburtstagsgutscheine. Die Modelle aus anderen Services, wie, also so wie ich das ja verstanden habe, würde ja jeder Service eine hexagonale Architektur abbilden und die durch die Ports verbunden werden, wenn man dann mehrere Services hat. Wie wäre dann da so die Kommunikation, die Modelle von anderen Services, könnte man die einbinden? Also generell würde ich das nicht so spielen, dass jeder Service in der Architektur hexagonal sein muss. Das ist ja auch nur ein Werkzeug in meinem Werkzeugkasten, wie ich Software bauen kann. Das ist ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Generell, wenn ich gerade sowas habe wie Gutscheinberechnung, gut, das ist jetzt eine Fachfrage, muss ich das tatsächlich schon in meinem gerade aktuell Mutable Shopping Cart haben? Ist das mehr so eine Sache für den Checkout, wenn ich hinterher tatsächlich die eigentliche Bestellung abschicke? Werden dann Gutscheine verrechnet? Das muss man auch noch ein bisschen gucken. Generell, wenn ich so eine Architektur habe, ich habe jetzt so einen Gutscheinservice, der sich irgendwie Gutscheine verwaltet. Die möchte ich dann vielleicht an einen irgendeinen gearteten Checkout-Service weitergeben, der die dann gebrauchen kann. Da würde ich dann wahrscheinlich irgendwie über eine Message-Bus oder sowas arbeiten und die Daten dann einfach duplizieren. Das heißt, der Gutscheinservice hat die Datenhoheit. Da steckt die Wahrheit über Gutscheine drin. Der Rest wird an den Checkout gegeben. Im Endeffekt
das ist eine Fachentscheidung, ob das jetzt synchron sein muss, asynchron, ob ich da jetzt so ein bisschen mit Eventual Consistency arbeiten kann, weil im Endeffekt kann ich mir auch vorstellen, ich definiere mir für nächste Woche einen Gutschein, wenn das Ding jetzt am Montag 250 Millisekunden später beim Checkout-Service ankommt und die ersten 10 Kunden nicht davon profitieren, die wissen ja nichts davon. Ist vielleicht auch egal. Also ich würde dann im ersten Entwurf würde ich empfehlen, asynchron zu arbeiten. Einfach so ein Kafka-Bus oder sowas kann man da eigentlich ziemlich schön verwenden für einfach einen asynchronen Bus darunter zu haben. Der eine Microservice bekommt halt einen Message Producer rein. Das heißt, ich habe dann so einen Driver-Port, der nach außen geht. Wenn ich irgendwas, einen neuen Gutschein bekomme, postuliere ich eine Message nach außen. Hier, Welt, kümmere dich drum. Und mein Checkout-Service würde dann, kommt denn jetzt vielleicht ein neuer Gutschein? Ja, kommt rein. Ich muss dann vielleicht das ganze Ding irgendwie als Datenbasis vorhalten oder gerade aktuelle Checkouts irgendwie umrechnen. Aber das ist dann eine Fachfrage, wie ich das dann machen muss und kann. Die Frage ist auch, inwieweit du deine Domäne überhaupt in Microservices abbilden kannst. Weil wenn du ein Domänenmodell hast, was sowieso sehr, sehr verwoben ist, dann ist es sehr, sehr schwierig, das überhaupt sinnvoll in Services oder in kleinere Einheiten zu zerschneiden. Das funktioniert, aber da hat man, je nach Größe des Unternehmens, hat man halt nicht irgendwie eine Abteilung, die nur für Gutscheine zuständig ist, sondern die machen dann Gutscheine und gleichzeitig noch den Checkout-Prozess oder sowas. Also das ist meistens sowieso meiner Erfahrung nach sehr, sehr stark auch beieinander, dass man gar nicht so klein schneiden kann, dass man meiner Ansicht nach von Microservices spricht. Dazu vielleicht ganz interessant, wenn man sich auch so ein bisschen aus dem Domain-Driven Design kommt, da gibt es halt dieses Konzept des Bounded Context. Technisch gibt es da mittlerweile so Self-Contained Systems, die dann dieses ganze Microservice-Thema ein bisschen relativieren. Innerhalb dieses Self-Contained Systems ist im Endeffekt eine fachliche vertikale Säule, die ich habe. Da drin kann ich so wild microservisieren, wie ich will. Das geht dann. Nach außen habe ich dann irgendwie, gut, das ist dann quasi Business-Schnittstellen, die ich dann in andere vertikalen Säulen habe. Die Krux an der ganzen Sache ist, das sagst du ja schon, viele Domänen sind halt auch einfach sehr stark verwoben. Da kann man mit Sicherheit ordentliche Schnitte machen, man muss sie nur finden. Und das ist das Schwierige an der ganzen Sache. Wenn man einmal den Schnitt hat und einmal die Domäne definiert hat, das ganze Ding in so eine Architektur gießen, das ist Pillepalle. Aber tatsächlich dann diese, einerseits wirklich diese Säulen rauszufinden, diese Domänen rauszufinden, das ist eigentlich das Schwierige daran. Vor allen Dingen hat man dann unter Umständen hat man dann ja auch noch ein übergeordnetes Domänenmodell, was die kleineren Domänenmodelle wiederum koordiniert. Und dann hat man den Big Ball of Mud auf eine andere Ebene gezogen. Ja. Generell ist das ja so, auch das ganze Thema Microservices, ich kann halt auch ein Big Ball of Mud mit Microservices machen. Ob ich da jetzt wie ein Monolithen die Methoden direkt aufrufe oder das ganze Ding HTTP nenne, habe ich auch schon gesehen, wo du dann innerhalb der Microservice-Architektur wiederum zirkuläre Abhängigkeiten hast. Geile Sache. Okay, dann würde ich sagen, noch einmal vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen.